Yo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht direkt weiter, nur dass Francesco heute mit dabei ist. Wie geht's dir, Mann? Sehr gut, sehr gut. Ja? Freunde, wir spielen süß, sauer, scharf. Und das erklärt sich eigentlich komplett von selbst. Wir werden jedes Mal was gereicht bekommen. Und da wird sich etwas von diesen drei Sachen verbergen. Mal gucken, wer Glück hat. Mal gucken, wer Pech hat. Ich weiß nur eins, eine Sache ist dabei, die killt alles. Let's go, Freunde. Ich habe nur vom scharf Angst. Safe, safe. Also sauer ist eine Challenge, darauf habe ich Lust. Aber scharf ist einfach nur Quälerei. Okay, let's go, Frank. Dima. Du brauchst gar nicht ziehen. Sauer. Süß. Du hast schon Erfahrung damit. Gib ihm. Diese Spannung mit diesen Dingern ist auch unglaublich einfach. Ich feiere das auch. Und was könnte das sein? Bitte so ein Chip oder so. Und go. Was ist das? Ein Shot von etwas Leckeres. Sauerkraut, kann das sein? Zitronenextrakt, glaube ich. Das kann man überleben. Wow, okay. Meine Lieblings-M&M's, Freunde. M&M's Crispies. Die einzig wahren M&M's. Ja, das sind einfach die besten. Ja. Was kann das bei mir denn sein? Mmh. Oh, Meerrettich oder was? Kriant, das heißt genauso wie ein Geschlechtsteil. Falls sie aus Russland kommen, wisst ihr. Das ist darauf jetzt, auf euch. Also das ist eine geile Starterrunde. Das riecht echt gut, ne? Ich liebe das. Ich das ist gerne wie scharf, was steht da drauf? Mit Raspeln. Okay. Würzig scharf. Was sind das für Raspeln, oder? Also ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf Meerrettich. Aber ist geil. Ist gut scharf. Okay. Ich feier das. Ey, gib mir noch einen. Also Freunde, das war echt das war ein glücklicher Start. Gehen wir direkt zur Runde Nummer 2. Das ballert. Durch die Nase, wow. Das ist echt ein geiles Gefühl. Wenn man so scharf ist, dass man das Gefühl hat, es ist gleichzeitig gesund, dann ist es perfekt scharf. Du kannst sogar leicht drehen. Oder? Ja. Gleich noch einen. Runde habe ich Süßes. Runde Nummer 2, let's go. Dima fängt an. Du meinst, ich muss mich kurz mit Universum verbinden. Ich habe es vergessen. Universum schickt mir gute Sachen. Universum schickt mir schlechte Sachen. Das bringt dir nichts. Ich habe das Süßes. Süß. Bam, Universum, danke. 50-50 Chance. Ja komm, Frank, du ziehst. Ich lasse mich überraschen. Bitte nicht scharf, bitte nicht scharf, bitte nicht scharf, bitte nicht scharf. Sauer! Auch wenn du nicht so scharf aussprichst, dann ist es trotzdem bestellt beim Universum. Dima, red nicht so viel. Nee, bitte. Dieser Bär wird nicht gerufen. Diesmal darfst du anfangen. Aber okay, gut, bei dir fängt es ja mit einer Überraschung an. Es ist was Süßes. Wahrscheinlich eine Kinderüberraschung, oder? Marshmallows. Marshmallows. 1000 Jahre nicht gegessen. Das sieht ja wunderschön aus. Damals saß ich in meinem Kinderzimmer mit so einer Teekerze, hab so einen Holzspieß genommen und so einzelnen Marshmallow gegrillt. Aber das ist das Geilste, oder Leute? Wenn man das gegrillt ist, boah, es gibt nichts Besseres. So geil. Okay, scharf. Scharfe Gummibärchen. Hot Jelly Habanero. Scharfe Gummibärchen. Ich glaube, die ballern, ne? Ballern die sehr? Das letzte Mal in Pepperoni-Form, die waren stark. Die kenne ich nicht, aber es könnte sein, dass es böse ist. Okay, ich lasse mich überraschen. Du riechst einfach nach Haribo und Chili. Oh, Marshmallow riecht so gut. Wow. Falco, schön. Was hast du? Sauer. Hup. Lecker. Klassiker. Danke, danke. Okay, let's go, Freunde. Bon Appetit. Ich frage mich echt, wie scharf die sind. Oh ja. Das fühlt sich an wie eine Wolke in meinem Mund. Wow. Sehr scharf? Oder geht das? Dann muss ich erstmal verarbeiten. Mhm. Das Gehirn, das ist noch beim Gehirn. Und dann kommt es hoch und dann bam, ballert es. Ja, ich glaube, das kann man echt unterschätzen. Also, es ist jetzt nicht sterbescharf, aber es ist sehr unangenehm scharf. Echt? Ja, es ist auch so eine Chemieschärfe, weißt du? Was ist, wenn man hier so eine kleine Öffnung macht und das Gummibärchen reinzieht? Willst du das probieren? Klar, das ist dann so ein Marshmallow. Also, für mich hat es sich mit diesen Gummibärchen erledigt. Die sind halt wirklich nur so zum Pranken da. 0,0 zum Genießen. Ist so schlimm? Es ist auf keinen Fall angenehm. Warte, von oben kommt noch ein anderes Marshmallow. Das sind die Essenskombination auf neuen Level. Ich glaube, jetzt wirst du nichts merken. Boah, also es brennt schon auf der Zunge. Hätte man sich auch sparen können, muss ich sagen, an dieser Stelle. Irgendwie merkwürdig. Habanero-Gummibären, ja? Keine angenehme Stelle. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Machen wir einfach weiter, Freunde. Runde Nummer 3. Es wird nur schlimmer. Für wem? Ist die Frage. Oh, jetzt kommt's langsam. Sie bleibt auch, sie bleibt auch. So habe ich das getan. Okay, komm, ich fange an. Bitte, Universum. Warte mal, ich bin schon connected. Du kannst die Verbindung nicht trennen. Oder ich sehe hier schon mal das umgedrehte R. Schade. Wieso? Als ich das Spiel letztens bei dir gespielt habe, hatte ich auch ganze Zeit scharf. Ey, ich habe gesehen. Stimmt, bei der letzten Folge musstest du so leiden, ne? So ziehe ich so oft scharf. Ich verstehe es einfach nicht. Letzte Folge hatte ich von 7-mal ziehen 5-mal scharf. Das ist eigentlich schon was drunter. Ich kenne das schon von der letzten Folge. Aber ist lecker. Aber ist schon sauer. Ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, man sollte das nicht roh essen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Komm schon, komm schon, komm schon. Was ist das? Nein. Oh, so ein... Was ist das? Chili-Pulver? Nein. Warte mal, die Milch ist zum Nachtrinken, nicht zum Mixen, ne? Das ist schon böse, glaube ich. Wenn etwas in so einer Verpackung geliefert wird, Dima, es ist eine Soße mit...
3 Millionen Scoville. Ich kenne sie. Du hast nach Bauchschmerzen. Du übertreibst mich mit der Milch auf dahinter. Ja. Es ist quasi der Teufel im Produkt. Dankeschön. Also da bin ich froh, dass ich Rhabarber bekommen habe. Was hast du? Oh, was hab ich denn? Jägermeister? Sag nicht, dass es Jägermeister ist. Oh, ich glaube, nee, das ist kein Jägermeister. Sojasauce. Das ist Ahornsirup. Boah, Alter. Boah, weil das, was Rob hat, das ist vorbei. Guck mal, Freunde, das ist so scharf, dass da nicht mal Tropfen rauskommen, sondern man benutzt nur hier diesen kleinen Stab. Boah, übertreib nicht, das ist doll. Ich weiß. Ich hab's mal probiert, ich lag gekrümelt zu Hause. Wir haben sogar zusammen schon mal irgendwann ein paar Millionen probiert. Ja, und das ist kein Genuss, Leute. Probier's nicht zu Hause aus. Okay, ich fange an mit meinem Rhabarber. Ahornsirup war auf jeden Fall lecker. Ach Mann. Schärfer geht nicht. Aber mit so einem Stück Brot und Milch wird das trotzdem so... Oh, Francesco, du weißt, was 3 Millionen Scoville sind? Stell dir vor, das Schlimmste, was du im Supermarkt kaufen kannst, mal 50. Ich glaube, das ist das 100-fache von diesem Tabasco. Mehr. Okay. Hammer. Das kommt später meistens. Das Schlimmste ist, es ist nicht wirklich scharf, sondern industriescharf, so ein künstliches Schaf. Und den Bauch fängt es an, richtig Wachstum zu machen, wenn es drin ist. Aber das war gerade auch, kann man sich sparen, ne? Fühlst du was? Mhm. Oh, anscheinend schon. Weißt du, dass jemand auch mal das essen kann? Ich krieg keine Luft. Ich sehe ein Nein mit der Kamera. Ich lasse mal den Rest liegen, okay? Und das war so ein halber Tropfen, habe ich gesehen. Es kommt immer mehr, ne? Oh, es ist so, du wartest darauf, dass du von Sekunde zu Sekunde mehr zerstört wirst. Extrem scharf, 3 Millionen, mit Dosierstab. Mehr haben sie nicht drauf geschrieben. Power Drops. Dima, bevor man das kauft, muss man so eine ganze Seite durchlesen, was passiert. So ein Formular ausfüllen. Ja. Eigene Verantwortung. Ja. Es ist so krank scharf. Es ist nicht mal... Dieses so, du kackst direkt abscharf, sondern einfach, du merkst so wirklich, wie deine Körpertemperatur langsam anfängt zu steigen. Du kriegst Kopfschmerzen. Also im Allem macht es nicht nach, Freunde, es lohnt sich null. Meine Laune ist auch so ziemlich im Keller jetzt. Ich habe eines Tages geschworen, das nie wieder zu essen. Deswegen danke Universum, dass du mich verschont hast. Wollte ich mal eine witzige Story sagen. Weißt du noch, André mit Kevin, wir waren so frisch 18 und hatten so einen Übernachtungszockerabend gemacht. Und ich bin eingeschlafen und die Jungs fanden das witzig, mir diese Millionen-Scoville-Soße auf die Lippen zu schmieren. So, ich bin halt aufgewacht. So, weil ich gecheckt habe, ich werde gerade verarscht. Gehe so mit meiner Zunge über die Lippen. Oh. Vorbei. Alles gut, alle lachen. Bahaha, prank dies, das und jenes. Aber Kevin. Kevin hat vergessen, dass er noch ein bisschen was auf den Fingern hatte. Und dann ist Kevin aufs Klo gegangen. Oh nein. Hat dann eine Runde gepinkelt und hatte das Zeug hier auf seinem Penis. Das perfekte Beispiel für Instant Karma. Danach habe ich das erste Mal gesehen, wie so ein Penis im Glas liegt. Und das hat nicht viel geholfen. Die neue Art von Aquarium, würde ich sagen, oder? Boah. Heftig. Boah, macht einfach keine Pranks mit diesen ganzen Millionen Scoville-Soßen. Das kann schief laufen. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Kevin. Kevin. Hero. Das richtige Kevin-Move. Aber das Schlimmste ist weg. Also wenn ich jetzt scharf kriege, kann es eh nicht so schlimm. Warte ab. Machen wir weiter, Freunde. Lieber nicht pushen zu früh. Okay. Alter, es hängt einfach noch fest. Ich will einfach nur nicht scharf. Wenn ich jetzt scharf bekomme, dann hat das Universum eine klare Message geschickt. Oh, French. Ich hab süß. Ja. Aber fürs Essen. So stimmt kann es nicht. Sauer. Okay, Frank. So, schade. Was ist das? Hoho. Oh mein Gott. Falco, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ich kenne das. Ich kenne das von deinem Video. Ich hatte das letztes Mal. Wie kann das so scharf sein? Ich glaube, das ist sogar schlimmer als die 3 Millionen Scoville. Anders schlimm. Ich wurde bestraft. Wir dachten schon so, oh, dann kommt gleich 2-3 Tropfen Tabasco. Ja, so schlimmer kann es nicht werden. Das hier baut sich anders auf. Komm, sauer. Oh. Und die sind aber auch böse, ne? Echt? Wieso böse? Ich dachte, ich krieg was Leckeres sauer. Oh, danke. Wann ist das brauchen? Kann ich auch noch mal ein Glas Milch haben? Was ist denn das hier? Kennt ihr das, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare. Toxic Waste. So was ähnliches wie Center Shop, Falco. Es war eine Freude, dich gekannt zu haben. Oh mein Gott. Beste Runde. Was für ein Luxus. Wieso habe ich Angst vor diesem Toxic Waste? Nee, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Bei Falco ist wirklich Absturz. Also, okay, ja. Auf euch. Oh, das ist anders sauer. Ja, aber nicht so wie Rhabarber, oder? Oh, Bruder, das ist anders sauer. Was ist unangenehmer? Sowas? Oder das? Ich habe noch nie in meinem Leben etwas so Saures gegessen. Echt jetzt? Nee. Ich will es jetzt auch probieren. Aber zuerst der Bueno. Leute, wer von euch mag auch Bueno? Also jetzt wird es gerade lecker, aber der Anfang war abgrundig. Die ersten 2 Sekunden, die kicken an. Jetzt ist lecker. Ich kenne das. Oh ja, Mann. Das ich ist weiß das so geil. Okay, sorry, Frank. Ja, komm, mach. Du bist dran.
Nee, erstmal kau, ganz ruhig. Du musst das wirken lassen. Oh. Oh, Moment, Moment, Moment. Du musst dich vorbereiten, Falko lernt Deutsch. Oh. Das ist krass, ne? Ich verstehe auch nicht, wie diese kleine Chilischote so krank scharf sein kann. Nein, das Feuer. Leute, wenn ihr findet, dass das als nächste Bestrafung bei Falkos Roman Falko lernt Deutsch kommen sollte. Oh ja, schreibt es in die Kommentare. Mmh. Also ich muss sagen, das könnte ein neuer Favorit sein, weil ich muss sagen, das ist der Effekt, den ich gerne bei Center Shocks hätte. Weil es kickt so richtig rein und dann wird es lecker süß. Aber braucht man diesen Kick? Als Kind brauchst du diesen sauren Kick. Crazy, Alter. Wow. Das bleibt erstmal und wenn man das runterschluckt, ist es BAM! So eine zweite Bombe hinterher. Alles so. Das bleibt nur 8 bis 10 Minuten. Alles gut. Nun? Okay, Freunde, machen wir weiter. Ja, magst du mal was Scharfes ziehen? Jetzt mal no joke. Okay, Universum, du darfst jetzt auch mich bestrafen. Komm, ich zieh kurz Falko. Ich sag doch, Connection ist. Oh. Süß! Wieder sauer. Hatte ich überhaupt was Süßes bisher? Ich sehe das schon. Ich glaube, ich weiß, was komm, das ist. Komm, mach auf. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Nee. Ich dachte, das ist der scharfe Jägermeister. Was ist das denn? Red Hot. Noch nie gesehen. Wie viel Prozent hat das? 33%. What you have here is a smooth liquor with whiskey and red hot cinnamon. It tastes like heaven. Burns like hell. Viel Spaß. Wie cool ist das gemacht? Geil, oder? Und 33%, fast mein Alter. Was hab ich? Hoho! Koala-Bär schmeckt. Ich liebe Koala-Bär. Koala-Bär schmeckt super! Oh, das sieht aus. Also Schärfe geht einfach nicht weg. Koala-Bär, Freunde. Wer kennt es, schreibt es in die Kommentare. Einer meiner Lieblingssnacks bis heute. Radioaktive, sehr saure Bonbons. Alter, was ist denn da drin, dass es scharf ist? Oh, fuck, ich hasse Zimt. Nein, es riecht schon so doll nach Zimt. Boah, das riecht voll geil. Boah, kennt ihr diese Big Red Kaugummis, die so Zimt und scharf sind? Die habe ich damals richtig krass geliebt und das riecht genau danach. Also, Koala-Bären, Freunde. Chock, chock. Nur auf die Abonnenten von diesem Kanal. Nur auf euch. Ich versuche dieses mega saure Tschernobyl-Bonbon. Allein, dass da so radioaktiv kommt. Ich glaube, das ist, wie war er? Zuerst lecker, aber das Scharfe kommt jetzt langsam. Ist okay, ich habe schon Schärferes gegessen, aber muss ich nicht den Rest auch noch haben, gell? Okay? Das Saußere ist hart, also ich glaube, das ist so ein Kern, also wenn das rausläuft oder was auch immer. Ist es flüssig drin? Beiß mal rein. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Da war nichts Flüssiges, oder? Bis jetzt alles gut. Aber war es nicht sauer? Nee, krass. Aber vielleicht wegen dem Chili. Wegen der Chili, weil das doch wegen dem Chili. Die Chili ist halt anders scharf. Machen wir weiter. War gut, die Runde war gut. Ich bin bereit. Alles gut, Timo? Ja. Ich glaube, das wirkt. Okay. Süß! Wow! Na gut, ja. Wieso, wieso? Es kann nicht sein, dass ich so oft scharf ziehe. Süß! Oh, das liebe Toffifee. Was ist das schon wieder? Red Devil's Taste Chili Himbeerbonbons. Und ich habe, glaube ich, eine Maracuja. Hammer. Eigentlich mag ich keine Maracuja, aber ist besser als das, was Rob hat. Maracuja ist geil. Die haben hier sogar verschiedene Hot-Skala. Wisst ihr, was witzig an der Sache ist? Und zwar sehen die alle gleich aus, aber es kann entweder 100 bis 1500 Scoville haben oder 1500 bis 15.000 Scoville oder 15.000 bis 100.000 Scoville. Das ist ja human eigentlich, ne? Ah, so zufällig. So. Ja. Geil. Riecht aber frisch, ey. Mhm. Ja, meine Mischung bleibt. Ist auf jeden Fall schärfer als die Haribo. Nein. Ja. Aber diese saure, eigentlich mag ich gar keine saure. Wieso bekomme ich das die ganze Zeit? Das Spiel ist eigentlich witzig, wenn jeder mal scharf bekommt. Aber wenn einer leiden muss, ist doch witzig, denke ich. Nicht. Er sammelt sich gerade in deinem Bauch und dann entsteht so eine richtige Scharfbombe, die das später nochmal, ne? Du weißt, beim zweiten Mal kannst du nochmal brennen. Von oben bis unten wirst du arm verbrannt. Verbrannt. Okay, Freunde, machen wir weiter. Kann nicht mehr. Alles gut. Ja, ich reiß mich zusammen. Universum, schick mir die süßen Sachen, let's go! Schick sie zu mir. Es wird es sein. Oh, sauer. Ist okay, Hauptsache nicht scharf. Scharf! Wow, ich habe ja so süß! Die hat so viel Glück. Oh! Karamellpopcorn. Das Beste in dieser Folge. Die sind pervers, ne? Die sind richtig pervers. Oh, ja. Was ist das? Center Shock mäßig. Warheads survive the sour. Okay, und ich hab. Jägermeister! Universum, sogar bei Schaf bedankst du dich mir bei mir, Alter. Das ist die neue Edition, das ist der scharfe Jägermeister. Ja. Extreme Sour Lemon, oh, das wird richtig böse. Okay.
Das tut weh! Das tut weh! Ich hab nie gehört von das Rauchen. Tut weh, Digga! Schlimmer ist es doch. Das ist das Sauerste, was ich je gegessen habe. Doch, ich schwör's dir. Das muss ich probieren. Das ist krank. Das will ich dann auch probieren. Nein, oder? Das ist so krank. Ich will auch diese Reaction erleben. Das ist so krank, Digga. Oh, das ist krank. Ich kann an den Sund. Krass, ne? Sowas Saures hab ich noch nie gegessen. Der Jägermeister hilft in jeder Situation. Ich war direkt rein. Boah, ist das sauer. Ja. Wenn ihr auf saure Süßigkeiten steht, Warheads, absolute Empfehlung. Das ist Säure, oder? Ich habe mir vorgenommen, heute keinen Alkohol zu trinken. Das hat ja funktioniert. Danke. War's das? Mmh. Ich hatte... Hey, Applaus. Komm, Freunde. Ey, es waren interessante Erfahrungen. Ich dachte immer, so Center-Shocks wären die sauren Süßigkeiten. Aber fast alles war heftiger als Center-Shock. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal haben will in meinem Leben. Das hat geballert. Warum machen wir das wieder? Nee, ich glaube, das war's, wa? Ey, das hat gereicht irgendwie. Wie schlimmer soll es denn noch werden, außer dass wir Chemie bestellen und über 3 Millionen Scoville geben? Das ist schon ziemlich. Fertig, durchgeschmiert. Wo ist der Jägermeister hin? Wo ist die Flasche hin? Nein. Heute keine Chance. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut auf jeden Fall bei Frankie vorbei, schaut auf jeden Fall bei Dima vorbei. Tschüss.